Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ihr hört's, 7 Days to Die Mollet. Ja, der eine Tünnes, der ist da immer noch zugange und geht uns irgendwie auf den Sack. Ich weiß nicht, der muss irgendwo, ach, da wollte ich gar nicht hin. Muss irgendwie ein Versteckter sein oder was? Ja, ich werde hier schon mal eben wegpacken. Ihr seht, Raketenwerfer haben auch gar nicht eingesetzt. Ja, die machen jetzt nochmal ein paar Leichen eventuell da kaputt, aber ganz ehrlich, Leute, da ist eh nur Schrott bei. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Reparaturzeug nehme ich mal mit runter hier. Da können wir auch ein bisschen mehr mitnehmen jetzt. Temperatur ist auch mal wieder hoch gerade. Das machen wir so. Hier kannst du dir mal noch eine zünden. Ja, genau. So. Na, und ich sehe, es kehrt schon automatisch Ruhe ein. Wir können ihn nochmal reparieren, bevor wir in eine Kiste legen. Ja, AK kam auch gar nicht zum Einsatz. Wofür auch? Es waren drei Cops oder sowas und ich glaube, da war nicht einer von beiden, der irgendwie aufgewertet war. Gut. Repair-Kit, ja, für die Nailgun vielleicht. Können wir mal in den Tisch lassen. Das ist wichtig. Ist schon alles gut so. Hier, Bierchen. Trinken wir auch nicht mitnehmen. Benzin auch nicht, aber kann ich gleich schon mal nachfüllen, wenn wir da lang gehen. Wir essen kurz was. Und dann gucken wir mal, was loottechnisch noch da ist. Ja, 600 habe ich verballert ungefähr. Und ich weiß nicht, wir hatten irgendwas mit, ich meine, auf jeden Fall über 200 Kills waren wir noch entfernt von den 3000. Die haben wir locker geholt. Nehmen wir hier ein bisschen mehr jetzt mit und ein paar Frames, die sie rausgeballert haben. Ein paar Spitzen können wir mitnehmen und hier nehme ich mal ein Staggy mit. Joa. Können wir auch nochmal rausnehmen. Können wir nochmal. Ist das hier auch schon mal wieder alles fertig? Wollte mich dann nicht später nochmal drum kümmern. Deswegen gehe ich auch nochmal ganz kurz hoch. Obwohl, den muss ich sowieso noch überarbeiten hier oben. Mach doch mal das Licht jetzt hier aus. Ja, ihr seht, hier sind nur drei so Wurstmotoren drin. Gut, Sprit weg. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich habe da irgendwo meine Hacke reingelegt. Gut, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Alles klar. Was geht ab, Jungs? Och, hier lebt ja noch ein bisschen was, hä? Du bist so schlechter wie von oben, ey. Kannst du ja nicht durch die Leichen schießen hier. Wie
Ich fange mal außen an. Weil hier haben wir vielleicht den einen oder anderen Knochen. Yippie-yay. So, jetzt kann ich mal den Sound hier ein bisschen lauter machen. Da gehen die ganzen Leichen kaputt. Ah, ja. Also, wenn wir hier eine Schatzkarte rausholen, ist das, glaube ich, schon gut. Mehr Erwartungen habe ich nicht. Ich meine, wir haben ein, zwei gute hier gelegt. Aber dass dann ausgerechnet die dann noch irgendwie eine gute Waffe für uns bei haben oder sowas. Ich meine, wir brauchen eh nichts. Davon mal abgesehen. Ja, aber irgendwas war hier auch nicht ganz koscher, ne? Zack. Gartenhof ist gar nicht schlecht. Brauchen wir mal eine für da hinten. Muss ich keine herstellen. Geld ist super. Da seht ihr, wie unsere Prioritäten liegen, wo wir schon dankbar für sind. Soweit ist schon, Leute. Holz habe ich natürlich nicht mitgenommen, aber sollte ich hier unten auch was haben, kann ich dann gleich mal eben noch was holen. Aber ich will jetzt nur mal eben fix hier durchlooten. Ich will, komm, machen wir so. Das war so klar, oder? Hä? Das ist jedes Mal so. Ich gehe mal kurz hier runter. Hallo, kommt mal schön hier hin. Genau, hier stehen die Spikes noch. Au, 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 au. Gut, jetzt hängen wir auch noch fest. Man sollte natürlich an seine Minen denken. Aber ihr seht, die machen uns nichts. Ihr habt gesehen, die machen aber auch den fetten Zombies auch nichts. Also... die lohnen sich gar nicht mehr zu bauen, großartig. Ist ein nettes Future. Mehr aber auch nicht. Gut. Da die eh jetzt hier rumeiern, kann ich mal kurz einmal das Zeug schon mal reinlegen. Ist doch ja so lächerlich. Einfach hier rein. Wir haben natürlich ein bisschen wenig Platz hier. Das ganze Reparaturzeug mit hab. Ich weiß nicht, warum ich da jedes Mal Schaden kriege. Gut, dann sollten wir jetzt Ruhe haben. Ne? Wanderhörtchen ist auch durch. Was ihr so mitbringt, vielleicht bringt ihr ja mehr mit wie die Horde. Ja. Ne? Da können wir, also. Da kann die Horde, der Hordenloot sich schon mal dran messen an der einen Schatzkarte hier. Wer bist du denn? Raphael. Raphael habe ich noch nie gehabt, sonst habe ich immer nur Frauen, ey. Zack. Sollten wir ja schon mal wieder zwei haben. Sehr schön. Gut. Weiter geht's. Bier nehmen wir natürlich immer gerne. Ja. Wie gesagt, ich erwarte ja auch nichts. Das. Die Zombies, die haben halt nichts. Das waren alles nur diese Standard
Zwar alles ferale Version, aber ihr seht. Ja, und die haben nur Knochen bei der Horde dabei. Warum auch immer. Wasser nehme ich immer. Obwohl wir auch schwach sind. Können wir besser das hier mitnehmen. Immer wohl, komm. Bringen wir wenigstens ein bisschen Essen mit. Ja. Wie gesagt, ich glaube mir auch niemals, dass sie die Schatzkarte übertreffen, loot-technisch. Weil da müssen sie ja auf jeden Fall auch schon mal. Aber gleich zu ziehen, müsste ich auf jeden Fall eine Schatzkarte finden. Die nehme ich. Das ist schön. Na, Honig. Mit Honig haben sie es. Hey! Reißt zwar auch nicht raus. Das ist nett. Aber auch nicht besonders. Ist halt für ein Geschütz gut. Sonst. Der Quali für nichts anderes. Wir haben auch zwei in guter Quali, also. Aber es ist ja ein bisschen Loot. Schon mehr, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier irgendwie was wirklich Brauchbares finden. Sniper, das ist auch schön. Gut, kann ich mal kurz hier reinlegen. Ist ja doch gar nicht dann ganz so schlecht. Natürlich ganz Bombe. Stehe schon mit dem Stacheldraht drin. Ja, da sind die Horden bei sehr Billions, was ich aktuell ein bisschen gesuchtet habe, auf jeden Fall härter. Naja gut, wie gesagt, spätestens wenn wir Game Stage 4000 haben, auf 4100, dann ist unsere rein editierte letzte Horde. Da kriegen wir dann auf jeden Fall Herausforderungen. Wird wahrscheinlich total overpowered sein, dann werden wir wahrscheinlich richtig auf die Fresse kriegen. Aber ich werde dann wahrscheinlich eh auf 20 runterstellen müssen. Falls es 20 gibt, also die 24, das wird zu laggy werden. Weil da kommen, wie gesagt, nur die feralen Versionen. Das heißt, sie haben alle diesen Lichtschimmer und da wird es ja schon bei 8 Cops laggy. Und wenn dann da auf einmal 20 rumrennen. Müssen wir mal sehen. Naja, wenigstens. Oh, nice. Das ist schön. Wenigstens mal wieder ein paar Knochen. Ich weiß gar nicht, wo ich Duct Tape mitnehme. Ey. Genau, wie die Scheiße hier alles. Und ein bisschen eine 600er Hose mit. Geld nehmen wir mit. Aber ich habe ja auch Dinge ins hergestellt. Ne? Papier. Nochmal ein Beaker. Haben wir auch erst 2 Millionen von. 7, jetzt haben wir 8. Können wir also 4 Stationen noch bauen, wenn wir meinen. Ja, ihr seht, das ist hier gleich auch rucki zucki repariert. Das ist natürlich auch schön. Eine Suppe. Ja, Duct Tape.
Ja, da ich so faul bin, Tiere zu jagen, nehme ich den ganzen Dosenfraß mit. Habe ich hier nicht auch schon einen? Nee. Machen wir das so. Das war natürlich auch dumm. Zack. Ja, gut, Loot ist wie erwartet ganz schwach, ne? Wasser habe ich natürlich schon wieder weggeschmissen, ne? Jetzt hätte ich mir die jetzt mal beim Reinballern können. Zack. No, mach gleich weg. Ist auch so gar nicht übertrieben, ne? Eine Aspirin und gleich musst du 2 Liter Wasser nachkippen. Gut, das war's, Leute. Hier nochmal die 5. Oh, das waren ja auch alles nur so. Ja, ich denke, das irgendwie jetzt nochmal in eine Kiste legen, um euch zu zeigen, was dabei rumgekommen ist, können wir uns komplett schenken. Weil ihr habt's gesehen. Das war so gut wie nichts. Da habe ich sogar noch einen verloren, oder was? Unglaublich. Tja. Mit der Nähgang geht das natürlich auch ratzi-fatzi. Die Seiten sind da sowieso alle sowieso alle ready. Mein Gott. Muss ich erst wieder aus dem Inventar rausnehmen oder was? Ja, hier haben sie ein bisschen gewütet. Aber im Großen und Ganzen. Nichts Wildes. Ach, guck mal, da liegt noch eine Leiche. Das ist vielleicht der Cowboy. Naja, ich meine, wir haben ein bisschen Stil rumliegen, von daher. Aber es muss natürlich nicht sein. Mein Gott. Ja, jetzt nervt es mich doch schon langsam. Na gut, wir haben noch 29 hier. Komm, dann mach den noch. Ja. Ja, wie gesagt, das sollte man auch einstellen können. Dass man halt sagt den Jägern, bis hier darfst du aufwerten. Darfst du Materialien benutzen und nicht weiter. So, habe ich noch irgendeinen Scheiß in den Tisch. Ja, wie gesagt, dann nutzen wir sowieso auch nicht mehr hier den ganzen Pfeile-Scheiß. Bisschen angekratzt. Ja, hier sind natürlich so ein paar Blöcke, die ein bisschen was abgekriegt haben. Aber wir hatten halt auch keine Cops, ne? Dass wir irgendwie jetzt größere, viel größere Schäden hätten. Dafür hatten wir ein paar dicke, viele Hawaii-Dicke da. Aber ja, die machen natürlich einen guten Block-Damage. Deswegen explodiert dann, aber die explodieren halt nicht. Was man natürlich ändern könnte.
Gut. Das war's ja schon fast. Zack, 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 zack. Dann gleich nochmal eben da die Blöcke reinsetzen und dann war's das. Dann nochmal außen die Spitzen reparieren und ein paar neue setzen und dann sind wir durch. Ich habe kein Holz in der Tasche. Zack. Ja, ihr seht, normal ist hier nur Erde drunter, glaube ich, ne? Deswegen ist das natürlich auch weg. Aber das fixen wir halt jedes Mal, wenn es kaputt geht. Kommen halt stärkere Blöcke drunter. So dass es dann irgendwann auch gar nicht mehr kaputt kriegen. Zack. Und dann kann ich hier auch gleich den einen Ausgang machen, dass ich hier auch durch kann. Also auf der anderen Seite habe. Jo, das war's. Das war's. So, hier hatte ich schon was reingelegt. Hier können wir noch ein bisschen was beilegen. Ja, wie gesagt, da wird ja die Schatzkarte wahrscheinlich mehr bringen. Aber wir werden sehen. Das können wir mitnehmen. Das brauchen wir auch jetzt gar nicht. Nö. Stacheldraht hätte ich noch mitnehmen sollen. Ich weiß aber gar nicht, ob da was in der Kiste war. Aber ansonsten, wir haben Scrap Iron in der Tasche. Brauche ja auch nicht viel. Ich mach mal eben was. 50 oder was? Zack. Es kann gleich sein, dass... Ja, super. Es kann gleich sein, dass mein Handy mal bimmelt. Nicht erschrecken, wenn es so ist. Brot im Ofen. Das sollte ich nicht vergessen rauszunehmen. So, das war's hier schon auf der Seite mit... Natürlich erstmal die Blöcke reparieren können darunter, aber gut. Ob die jetzt hier 100 Haltbarkeit haben oder 99, das ist. Die sind ja alle nur mal hier angeguckt oder was? Ja, ist gut. Zack. Ja, muss ich noch mal ein paar Spikes machen, wie es scheint. Ja, unsere Base ist halt einfach overpowered, ne? Muss man knallhart so sagen. Zumindest für so eine Horde jetzt. Was man eigentlich gar nicht Horde nennen kann. Ja, mach einfach mal 100, mein Gott. Zack. Wieder, die will ich gleich einen freilassen. Ich mach mal den. Gut, das war mein Timer. Obwohl, ich mache hier nochmal
Was soll das denn? Ich weiß nicht, wo ich ihn drüben hab. Ist auch egal, ich mach den hier. Gut, Leute. 25 Minuten, ja, machen wir mal ein bisschen kürzere Folge. Hol ich mir jetzt mein Brot aus dem Ofen. Ja, ich werde jetzt hier fertig reparieren. Werde mich dann nochmal um die... Was heißt fertig reparieren? Ich muss halt noch ein paar Spikes setzen, das war's. Und die Spikes reparieren. Werde mich dann aber noch hier um die... Um den Durchgang da kümmern. Um die Stege, die ich überall an den Türen machen will. Wie ich es auf der einen Seite habe, das dauert auch ein bisschen. Und mal gucken, was dann die Zeit sagt. Dann gehe ich die Nacht nochmal im Keller. Ich werde noch einen Pinsel auspacken. Hier nochmal ein bisschen nachpinseln. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Jo, bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich tut mir leid wegen der Horde, aber kann ich nicht ändern. Ich fand sie halt auch lahm. Da fehlt ein bisschen Stacheldraht nochmal, da gucke ich dann nochmal von der anderen Seite. Alles klar, so, zum Brot aus dem Ofen holen. Bis dann, Leute. Ciao.